Willkommen zurück, eine weitere Runde Starbound mit Chainsaw Gaming. Bei mir zu Gast Le Padre. Hallo. Und der Le Gravestein. Hi ho, hi ho, hi ho. Und natürlich mit mir euren Doktor, Time Traveler Beyond Space and Time. Beyond Two Souls, ne? Ja, so ein bisschen. Beyond deiner Mutter trifft's wohl eher. No. Also wir knüpfen gleich dort an, wo wir aufgehört haben vom Niveau. Richtig, ja. Absolut. Ich habe euch die gewisse Anzahl an Kupferbarren bereits mal in den Shiplocker gelegt. Schön getrennt, damit ihr euch direkt eine Copper-Pickaxe machen könnt. Und die haben, glaube ich, dazu gelernt, dass man die Pickaxe nicht ablegen muss. Wenn man sich die Verbesserung holt. So, was wäre denn nach Kupfer das nächste? Bestimmt Eisen, oder? Nee. Gibt's das überhaupt? Silber. Silber Pickaxe, okay. Da brauchen wir auch 8. Wie viel haben wir denn vom Silber? 9. Oh, ich glaube, das war knapp, wenn wir alle da direkt. Ich probier's mal. Ich habe hier auch noch ein bisschen was. Okay. Dani, vielleicht auch noch Silber? Ich hab hier, also für 7 Barren wird es bei mir noch reichen. Für 7? Ja, dann pack doch mal dazu. So, dann nimm du dir die 8 doch gleich da mal direkt. Gut, das waren jetzt 10, aber. Ja, der Rest spielt ich einfach wieder rein. So. So, weil wenn der Sascha auch noch welche hat. Ich bin gerade dabei, auf die Oberfläche zurückzukehren. Weil dann reicht es, wir haben noch 5 übrig, dann können wir uns direkt auch eine Silver Pickaxe machen. Wunderbar. Was wäre das nächste Gold, denke ich mal? Jord. Wie siehst du mit dem Jord? Was habe ich jetzt aufgenommen? Die 2 restlichen Barren. Achso. Jord. Oh, Jord sieht's. Ich schmelz mal ein, aber das sieht's, glaube ich, knapp aus. Ja, dann dürfte ich auch noch ein bisschen was haben. 14 habe ich hier noch. Ja, hau rein in den Ofen. Weiß doch, einfach alles immer in den Locker und gutes. So, ich glaube, das reicht nicht. 14. Scheiße. Okay. Sascha, wie viele hast du noch? Ich schau gleich, bin noch gerade am Jumpen und Runnen. Da. Ich warte hier so lange. Ich sanniere einfach mal schnell ein bisschen. Hm? Habt ihr mittlerweile eigentlich Stufen gefunden? Also Holzstufen? Ich wollte mit Absicht noch keine craften. Nein, ich auch noch nicht. Schade. Weil dann könnte man sich hier mal Kisten aufstellen. Craft einfach mal schnell. Tun das tun, Tetentor. Tu mal du dein Gold noch einschmelzen, bitte, Sascha, damit wir gucken können, ob wir da eine kleine Goldpickaxe machen können. Ich habe noch 20 von den Dingern. Von den Ors. Oh, sehr gut. Einer hatte gerade Probleme. Ja, ich muss mal was essen. Ja, ich auch. Hat mal einer Fleisch oder irgendwas anderes zu mampfen. Aber sieh schon. Ich hätte. Wo war das Fleisch? Ah ne, ich hab's glaube ich in Shiplock, oder? Ne, hier im Ofen. Irgendwo hab ich's doch hin. Wo hab ich den Ofen abgebaut? Nee. Doch. Nee. Doch, der Ofen ist weg. Dani? Ja? Hast du zufällig einen Ofen im Inventar? Sascha, geh mal auf die Seite. Ach nee, warte mal, hier drin. Ah, da ist er, hier in dem Ofen, Entschuldigung. Ich dachte, der war da vorne. Ich bin gerade leicht räumlich desorientiert. Hier ist noch 5. Hier. 5 Alien-Dingens. Ah, Mangetag. Bitteschön. Ansonsten könnte ich auch noch schnell was vom Planeten holen. Mangetag ist übrigens dänisch und heißt vielen Dank. Du bist schon fest, nee. Also, Sascha hat noch 10 Goldbarren. Sehe ich das richtig?
Dann würden uns doch theoretisch die reichen, oder? Ja, wir brauchen 24. Ja. Wie viel haben wir? 14. 10 hat Sascha noch, also passt. Ja, Arz oder Barren? Barren, wenn ich mich nicht täusche. 10 Barren. Okay, dann reicht's genau. Auf den Barren genau. Gut, ich mach mal gleich, dann sind noch 6 Stück da und der Sascha kann den Rest dann zurück zulegen. Ich glaube, nee, ich habe nicht mehr genug Pixel. So, Sascha? Ich habe nicht mehr genug Pixel, scheiße. Tschu. Mach ich hier meine Spritzen verstehen? Das ist noch eine Lampe. Okay. Das hauen wir damit rein. Das können wir damit reinhauen. Und dann eine Rubbish-Kiste. Und die Lampen lasse ich mal hier unten. So. Wir könnten noch eine Waffenkiste machen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so blöd. Jupp. Das nehme ich nur raus. Oder hat zufällig jemand von euch noch Kisten übrig? Moment. Jo, zwei Stück habe ich noch. Legt die doch bitte auch immer in Locker rein. Eine habe ich hier noch. Die hat jetzt dann drei Stück. Ach, dann habe ich die gerade von dir aufgenommen. Jetzt von Sascha. Ist es nicht schön? Aufbauen oder hergeben? Die sind da drin. Ah, perfekt. Danke dir. Wie du gesagt hast. Ne? 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 Ah, Mist. Das geht doch nicht. Okay. Alter, das geht so schnell. Ja, dann machen wir hier mal eine Waffenkiste. So, da haben wir Saplings. Was ist mit der Waffe? Die brauche ich doch auch nicht mehr, oder? Hey, was die nächste in Stufe nach der Copper Pickaxe war? Gold. Ach ne, Quatsch. Silber. Silber. Jetzt muss ich noch schnell ein paar Pixel sammeln. Ja, die fehlen mir nämlich jetzt auch. Ehrlich? Okay. Jupp. Wir brauchen bald mehr Rohstoffe und eine Pixelpresse. Wow. Ah! Da bin ich stuf. Ich dachte mir, ja, diesen langen Gang, das kann eigentlich nur da sein. Auf welchen Planeten seid ihr jetzt gegangen? Home Planet. Okidoki. Einfach mal in den Keller runterkommen. Nee, ich will nicht so graben wie da. Das ist einfach. Da mache ich mein eigenes Loch. That's what she said. Ich hab jetzt nichts gesagt. Was hast denn du für eine Peitsche da? Für eine Steinzeitkeule. The Dog oder wer? Ja. Ja, wo hast du mich gesehen? Ja, hier gerade. Hier so. Ja, ich hab meine Augen überall. Mhm. Ich hab hier 5 Bäume nebeneinander. Ja, das, die habe ich gepflanzt. Ja, ich holze sie jetzt ab. Ja, das ist so der Sinn dahinter, ja.
Ja, ja. Wir brauchen schleunigst Rüstung übrigens auch. Mhm. Kann man die Baumsetzlinge eigentlich pflanzen, ohne dass man geackert hat vorher? Ja. Die kann ich, also die Baumsetzlinge könnt ihr wieder direkt da oben hinpflanzen. Ich habe gerade noch ein paar mitgenommen, aber habe sie nicht mehr hinpflanzt, aus Versehen. Was soll? Das ist ja scheiß Vieh hier. Boah, die sind ja auch lästig. Oh, die sind aber lästig. Das ist ja mal gar nicht so schön. Übelst lästig, das Vieh hier. Weil was so hektisch ist. Bitte? Was für eins ist es denn? Irgend so ein weißes, keine Ahnung. War's zumindest. Also, ich habe jetzt da oben wieder ein bisschen aufgeforstet. Schön. Also aufgesetzlingt und so, ne? Ja, ja. Ich habe schon verstanden. Das Gold da oben dürfen wir eigentlich nicht drin lassen, oder? Nee, die lassen wir auch nicht. Okay. Ich habe mir gerade dreimal überlegt, ob ich da... Das ist halt Stein. Aber Gold... Ja, Gold. Ja, verstehst du. Weißt du Bescheid? Cool, nee, wie ist der Pickaxe kommt sehr gut durch. Schon wieder so ein Vieh. Leute, mir geht das Bischof zu Platz, das nehmen wir auch für mit, die... oder? Ja, das nehmen wir auch mit. Mir geht jetzt ein bisschen der Platz aus für die Saplings. Ja, dann weiter Weg nach rechts. Nach rechts geht keinen nicht. Zwang an. Wieso geht da nicht? Hab ich schon. Ja, schon. Hab ich schon erweitert. Und da war noch ewig viel Platz. Dann pflanzt neue Erde. Ja, hab ich ja. Nach links. Wie nach links? Ja, komm halt hoch, dann siehst du es. Ja, aber links war doch unser Beet. Ja, über dem Beet. Ja, oh, ich glaube nicht, dass dann das Zeug drunter noch wächst. Doch, tut's. Sicher? Ja, weil ich sie gerade wachsen sehe. Ganz sicher? Hundertprozentig. Dann ist das echt unsinnig. Und du, mein Pate, ja. Du musst aufpassen, den einen Weg, wo es runter geht, kommst du direkt in die grüne Suppe. Okay. Und hier sind diese... dieses grüne Zeug ist hier mit jede Menge Erzen. Ah, okay. Dieser komische Glibber. Genau. Oh, ich sehe eine Kiesschicht. Da muss ich doch gleich mal. Uhu, meine Bäume baumen. Ich bin stolz auf dich. Du wirst hiermit erfolgreich zum... Förster. Bäumer. Ernannt. Bin ein Bäumebaumler. Ja, das bist du. Ich mag Züge. Ja, genau. Ja, das tust du. Yes, you do. Ich finde meinen Zauberhut übrigens richtig cool. Ich finde ihn total assi. Ich finde ihn cool. Da bin ich nur neidisch. Ja. Alter, ich habe hier gerade die Saplings hingesetzt und die Saplings haben gerade so viel Platz nach oben, dass die Saplings stehen. Ich will wissen, wie da ein Baum wächst. Das will ich jetzt sehen. Das dauert ziemlich. So. Wow. So lang dauert es auch nicht. Vorhin hat es ewig dauert. Also es, das Glas zerbricht halt und dann. Wenn das Glas zerbricht, dann geht es eigentlich relativ schnell. Das Glas ist bei meinen ganzen Saplings schon kaputt. Ja. Dann dauert es nicht mehr so. Also ich hätte jetzt genug Pixel, möchte ich mir anmachen. Du brauchst übrigens 150 dann gleich für die nächste, oder? Also für die Gold. Ja. Also Pixel.
Ich hab dann mal hier rechts bei mir. Irgendjemand piepst. Irgendjemand piepst, ja. Na, das kann so nicht stimmen. Genau. Dass du da nicht gleich stirbst. Oh, 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 oh. Ah, ja. Danke, ich hab's gerade gesehen. Das war super. Nee, manchmal hab ich so Momente. Nicht immer, aber öfters. Nicht immer, aber immer öfter. Was war das nochmal von den Wolken? Ich weiß gar nicht mehr. Haben Sie Verdauungsprobleme? Nicht immer. Ne, keine Ahnung. Wie oft müssen Sie bei Ihren Verdauungsproblemen auf die Toilette? Nicht immer, aber immer öfter. Ist das nicht wie diese komische Impotenzwerbung, die Pelé macht? Die was? Impotenzwerbung. Tut mir leid, sowas muss ich nicht anschauen. Nee, keine Stimmt, Ahnung. Bei dir hilft's eh nichts mehr. Ob das nun so ist oder vielleicht doch anders. Nein, ich bin nicht impotent. Du alter Fisser. Folge erörtert hat. Nichts damit, nächste alter, Folge, du Scheißbanner. Ja, egal. Ich find's nicht. Ja, vielleicht finden wir es tatsächlich. Wow. Leute, die schießen. Vorsicht, die schießen. Wow, wo kommen denn die plötzlich her? Ich bin da gerade mit der Waffe reingelaufen und schon fangen die an, auf mich zu schießen. Wo bist du reingelaufen? In das Dorf, ich bin in das Dorf reingelaufen. Ich hab niemand. Ja, ja, du, die schießen ja nicht auf mich. Ja, weil du mit Waffe wahrscheinlich in das Dorf reingelaufen bist, oder? Vermute ich, ja. Ja. Wie Dani noch aus dieser glimpflichen Situation rauskommt, sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Stay tuned.